Die Verheerung-Ganon ist wieder erwacht. Nur diesmal können wir sie spielen. Moin Leute, willkommen zurück zu Hyrule Warriors Zeit der Verheerung. Ich bin schon sehr gespannt darauf, wie sich die Verheerung-Ganon spielen wird. Wir werden aber erstmal jetzt, bevor wir richtig loslegen, definitiv, ach komm, ist egal, welche Reihenfolge wir die machen. Wenn nichts geht, dann geht halt nichts, da müssen wir die markieren. Erstmal stärken natürlich, wie längere Kombo-Angriffe und so, damit wir direkt mal sehen können, was ich alles kann. Und nicht erst nach und nach die ganzen Angriffe dazu kriegen, ne? Fangen wir an mit der Heilmission der Zorn eines Mensch-Monster-Hybriden. Die Verheerung Ganon verlangt es nach der Macht eines Mensch-Monster-Hybriden. Sollte sie bekommen, wo ein König der Monster zu finden wäre, wüsstest du. Leun, logisch. Mal gucken, ob da mit den Urkunden alles hinhaut, ne? Kein Tod, nix. Dank des einverleibten Zorns eines Neuen scheint eine nie gekannte Macht in der Verheerung Ganon zu erwachen. So, und erstmal die Charakter zu kurz lesen. Die Zornleiste leeren und zur Verheerungsgestalt wechseln. Absorbiere durch Angriffe verbreiteten Zorn mit Hilfe von ZR, um die Zornleiste zu füllen. Okay. Okay, das klingt interessant auf jeden Fall. Und Hiraku schlägt schon eine Aufgabe vor, die gucken wir uns dann gleich mal an. Machen wir erstmal hier weiter. Herzen plus 2 lasse ich erstmal aus. Erstmal die Angriffe, wie gesagt. Der Zorn eines wandelnden Felsens. Die Verheerung Ganon verlangt es nach der Macht eines wandelnden Felsens, Ibarok. Was sollte sie bekommen? Wo ein wandelnder Fels zu finden wäre, wüsstest du. Haben wir auch genug von auf jeden Fall. Zum Glück. Alter, wie die einfach nichts sagt. Dank des einverleibten Zorns eines Ibaroks scheint eine nie gekannte Macht in der Verheerung Ganon zu erwachen. Der starke Angriff, okay. Verheerungsgestalt ist nur X und Y, okay. Ist klar. Was haben wir hier schönes in dem Labyrinth? Spezialangriffsleiste später vielleicht. Kann auch nicht schaden, aber braucht man nicht unbedingt, muss ich dazu sagen. Herzen plus 2, wie gesagt, am Ende. Herzen plus 1 genauso. Ja, ich könnte nicht mal alles holen, so ein Scheiß. Ich gerade. An Angriffen. Hier auch bestimmt, oder? Ah, ne, okay. Aber hier ist noch. Was? Da haben wir noch was. Du kannst übersehen hier. Verstärkung der Charakterzone. Ja, machen wir auf jeden Fall. Der Zorn aus einer anderen Welt. Die Verheerung Ganon verlangt es nach einer Macht, die am Himmel einer anderen Welt schwebt. Sollte sie sie bekommen? Ein anderer Himmel zu finden wäre, wüsstest du. Wir haben noch 4 später, echt? Weg damit. Dank des einverleibten Zorns eines Steins aus einer anderen Welt scheint eine nie gekannte Macht in der Verheerung Ganon zu erwachen. Verbreite in der Verheerungsgestalt Zorn mit Hilfe von Y und absorbiere ihn mit Hilfe von ZR. Okay. Passt also ganz gut zur Charakteraktion. Das war's dann an Angriffen schon, ne? Ah, aber die anderen können kommen nach dem Training. Ja, warte, wir machen das Training mal eben. Wo ist denn das Training? Warte mal. Ich guck mal ganz unten. 71 bis 80 schon. Rückkehr des Gegners. Hier scheint es nicht bald zu sein. Oh, da war auf jeden Fall Terako dabei. Hier auch nicht. Oh, Stufe 57 ist hier auch nur. Okay, am Anfang. Ja, die muss ich wohl hochleveln dann gleich. Direkt. Dann fangen wir mal an einfach. Los geht's. Boah, ist die mächtig. Die ist auch riesig einfach, ey. Geiler Scheiß, ehrlich. So, die Verheerung Ganon. Ich muss ja hier vorlesen. Jetzt ist ja ein neuer Charakter. Um die Zornleiste aufzufüllen, verwende verschiedene Attacken, um Zorn zu verbreiten. Absorbiere den Zorn, indem du ZR drückst. Klar, habe ich gerade schon gelesen, aber ist ja egal. Absorbiere Zorn, um die Zornleiste zu füllen. Ist die Leiste voll, wechselst du mit Hilfe von ZR in die Verheerungsgestalt. Ist das dann diese Schweinegestalt aus Breath of the Wild oder was ist das dann? Das möchte ich gleich sehen gerne. In der Verheerungsgestalt ändern sich deine Angriffsarten. Kannst du mit mächtigen Attacken in Folge angreifen. Oder das ist einfach nur, wo der dann quasi, wenn er seine Hälfte seines Lebens verloren hat. Als Gegner halt. Das kann natürlich auch sein. Das war's schon, auf geht's. Nix da. Warum kann Module einsetzen? Das ist total unlogisch. Als ob die dem Modul geben würden. Wenn selbst ein Boblin klein ist gegen den Kämpfer, den wir haben, ey. Warum kannst du echt deinen Meister an, blödes Vieh? So nice, die 40 war echt langsam, ne? Das muss man jetzt mal sagen. So, den machen wir mal platt. Zack! Alter. Boah, alter Falter. Ja.
muss den Spezialangriff an, wir haben noch keine Leiste dazu gekriegt, stimmt. Ist immer noch der gleiche, ist er noch nicht gestorben? Jetzt ist er weg. Alter, du gehst einfach Garnon an. Ich kann schon mal sagen, dass es nicht dieser Modus ist, den ich gerade meinte. Mit der Verjüngungsgestalt, ich bin da schon gesehen. Alter Falter. Ach, die Gestalt ist es wahrscheinlich, die da rumfliegt um das Schloss immer. Am Anfang von Breath of the Wild und so. Ist ja quasi die Schweinstadt, meinte ich ja. Boah, Alter. Geiles Eismodul. Und direkt nächsten Spitzenangriff. Alter, die Spezialangriffsleiste geht auch sehr schnell voll, muss ich sagen. Was ist denn das hier? Bam und nochmal. Später Angriff, die Leiste ist fast voll. Sehr gut. Ist voll, oder? Das ist voll, ja. Ich hab doch keinen Unterschied erkannt, muss ich sagen. Das ist die, was ich meinte mit diesen Blitzen und so weiter. Zwei Gegner noch und dann sind sie weg. Oh, Silber und Moblin wurden gesichtet. Okay, machen wir die auch kalt. So, tschüss, ihr beiden. Na, haut mich jetzt nicht so um die Verlegungsgestalt, muss ich sagen. Habe ich mehr erwartet jetzt von, aber egal. Das ist nicht, was ich erwartet habe jetzt, weil wir ja den Gegner schon kannten an sich, den Charakter. Als Gegner. Es natürlich immer ein bisschen Änderungen gibt als Kämpfer und als Gegner, ne? Oh, ich kann es noch nicht einsetzen jetzt wieder. Komm schon, Garnon, machst du platt. Ich kann doch nichts, die beiden noch blinden. Sag, der nächste will's wissen. Komm, mach mal den schon mal platt hier, den einen. Wenn er schon mal den Schmetterangriff da hat, ist ja egal. Welchen wir anfangen. Ja, das ist eh zu sauen. Viel mehr hält der auch nicht aus. Verwünschungswirbelsäule. Alter, die Waffe. Ach, die Waffe hab ich noch gar nicht angeguckt von ihm, stimmt. Vernichtungsherz. Boah. Klingt auch schon sehr mächtig, ey. Die Waffen von ihm. Richter Level ab, ich hoffe. Jawohl, als Richter. Hat er sich auch verdient. Vernichtungsherz, EP in der Schlacht, ja. Das werde ich wohl nehmen, auch die Waffe hier. Wenn die stärker ist. Obwohl. Kann ja vielleicht. Obwohl, kann ich drauf ballern. Dafür habe ich zu wenig Waffen für ihn. Shit. So, das gab's als Abschlussbelohnung dazu. Schon wieder einen Sternschwitter, den brauche ich bestimmt noch für ihn, wa? Gucken wir mal, was jetzt so geht auf der Karte. So, viel zu hell gerade, dafür, dass wir gerade mit Garnon gekämpft haben. Ehrlich gesagt, jetzt müssten eigentlich nur noch Pokémon-Schlachten kommen. Das wäre das nicht. Es kam nichts Neues dazu. Das ist ja mager. Na komm, dann machen wir jetzt die Dings hier noch die Aufgaben. Die Haru-Mission. Fang an mit ein Wesen, das die Finsternis sucht. Ich war hier und Garnon verlangt es nach der Macht der Finsternis. Sollte sie sie bekommen? Ein Wesen der Finsternis zu finden wäre, wüsstest du, Lederbeißer. Echt jetzt? Dank des einverleibten Zorns eines Lederbeißers scheint eine nie gekannte Macht in der Verheerung Garnon zu erwachen. Oh, sehr schön, ein Herz dazu. Kann ja an sich nicht schaden, ne? Was weg ist, ist weg. 95%, das ist echt die letzte Aufgabe, wa? Ein Wesen, das sich tarnt. Damit geht's weiter. Die Verheerung Garnon verlangt es nach der Macht der Tarnung. Doch sollte sie diese bekommen? Wenn ein Wesen zu finden wäre, das sich tarnen kann, wüsstest du. Na, die Exalfoss natürlich. Oh, ich brauch dafür Exalfoss-Schwänze, ne? Dann brauch ich noch mehr. Von den Blauen. Dank des einverleibten Zolls eines Exalfoss scheint eine nie gekannte Macht in der Verheerung Garnon zu erwachen. Nochmal zwei Herzen dazu, alles klar. Und der verdient's. Und hier, Firon ist fertig.
Du hast ein Dankeschön von den Bewohnern von Firon erhalten. 50 Topase, Alter. Die wollen noch, dass ich die verkaufe. So, dann hätten wir hier die Hoffnung von Firone. Wir sind alle Probleme der Bewohner der Firone-Region für eine Welt, in der jeder sorglos leben kann. Ich krieg da eine Hose, ne? Kann das sein? Die Isolierhose? Du hast alle Probleme der Bewohner der Firones gelöst und dabei nützliche Dinge für den Kampf erhalten. Auch die Bewohner wirken glücklicher und die Welt ist nun ein besserer Ort. Die Isolierhose, Tatsache. Eine Hose aus einem antiken Material namens Gummi, dessen Herstellungsweise und Herkunft auch unbekannt sind. So, was hätten wir denn noch hier? Wie viel fehlt denn hier noch? Auf jeden Fall noch zwei Aufgaben, die da oben nehme ich auch noch. Dann machen wir die hier trotzdem. Auf der Suche nach überlegener Macht. Die Verheerung Ganon verlangt es nach überlegener Macht. Doch sollte sie sie bekommen, wo überlegene Macht zu finden wäre, wüsstest du. Warum mit Diamanten? Seltener Ibrak oder was? Dank des einverleibten Zorns einer starken Macht und eines Edelsteins scheint eine nie gekannte Macht in der Verheerung Ganon zu erwachen. Speziell Angriffsleiste dazu, jawohl. Kann doch nicht alles sein an Howl-Mission für das Vieh. Boah, Leute, wir nähern uns immer mehr im Finale hier. Komm, mach mal die noch, dann haben wir vielleicht die 100% sogar schon in der Ebene von Hyrule. Oder auf der Ebene von Hyrule. Mal gucken, ob die Mission, ein Wesen, das im Horn lebt, den Rest bringt. Den 1%, der da fehlt. Die Verheerung Ganon verlangt es nach der Macht, Horden zu erschaffen. Doch sollte sie sie bekommen, wo ein Herdenwesen zu finden wäre, wüsstest du. Bockblind. Dank des einverleibten Zorns eines Bockbins scheint eine nie gekannte Macht in der Verheerung Ganon zu erwachen. Da haben wir sie, Tatsache. Sehr schön. Da war der 1%, das für alles dann. Dafür gibt's wieder Edelsteine ohne Ende. Du hast ein Dankeschön von den Bewohnern des inneren Hyrule erhalten. Jeweils 50, ey, die verkaufe ich glaube ich echt bald. Gucken wir uns direkt an, was wir noch kriegen. Die Hoffnung des inneren Hyrules. Löse alle Probleme der Bewohner des inneren Hyrules. Für eine Welt, in der jeder sorglos leben kann. Prima! Gut gemacht! Du hast alle Probleme der Bewohner des inneren Hyrules gelöst und dabei nützliche Dinge für den Kampf erhalten. Auch die Bewohner wirken glücklicher und die Welt ist nun ein besserer Ort. Naja, ob das alles so einfach ist. Opal-Ohrringe. Ohrringe, die man in Gerudo-Schmuckgeschäften finden kann. Die eingesetzten Opale beinhalten die Kraft des Wassers und lassen sich ein kühles Licht werfen. Und das wäre es an sich, ne? Welche Gebiete haben wir so komplett abgeschlossen? Wir haben das komplett abgeschlossen? Das doch nicht. Da fehlt natürlich die Aufgabe hier oben. Kann ich den jetzt eigentlich kaufen? Ja, den kann ich kaufen, glaube ich. Hey! Schieß mal die auch direkt ab, da ist egal dann. Auf der Suche nach antiker Macht, jawohl. Das habe ich doch gewartet drauf. So, erstmal lesen hier. Die Verlegung Gondor verlangt es nach der Macht alter Technologie. Doch sollte sie sie bekommen? Wo alte Technologie zu finden wäre, wüsstest du. Weg damit. Dank des einverleibten Zorns eines Wächters scheint eine nie gekannte Macht in der Verheerung Ganon zu erwachen. So ein Quatsch eigentlich auch, ne? So, du hast ein Dankeschön von den Bewohnern von Akala erhalten. Das ist auch alles Opale wieder, ey. Und echt unglaublich, was ich hier alles kriege. Die Hoffnung von Akala. Löse alle Probleme der Bewohner der Akala-Region für eine Welt, in der jeder sorglos leben kann. Du hast alle Probleme der Bewohner Akalas gelöst und dabei nützliche Dinge für den Kampf erhalten. Auch die Bewohner wirken glücklicher und die Welt ist nun ein besserer Ort. Ich glaube, ich muss das nicht mal vorlesen, oder? Da haben wir auch die Ninja-Hose, sehr schön. Mit antiker Technologie hergestellte Stoff dieser Hose ermöglicht den Shikar geräuschlose Fortbewegung oder auch nur das leiseste Rascheln. Dann wäre das auch weg. Ja, die extra Verschwänze, die brauche ich auf jeden Fall. Und was ist hier? Die Hinox-Herzen, ne? Boah, da werde ich noch ein bisschen fahren müssen wahrscheinlich. Tatsache für die paar Sachen, ey. Ich habe nur noch einen. Na, verdammt, ey. Ich hätte da eher mal drauf gucken sollen. Shit. Na, so oder so brauche ich die ja, ne? Das ist ja das Ding. Ja komm, eine Aufgabe geht ja hier noch. Dann machen wir die schnell. Ein Wesen, das sich teilt. Die Verheerung Ganon verlangt es nach der Macht der Teilung. Doch sollte sie sie bekommen, wo sich ein Wesen findet, das sich teilen kann, wüsstest du. Natürlich die Schleime. Dank des einverleibten Zorns eines Schleims scheint eine nie gekannte Macht in der Verheerung Ganon zu erwachen. Okay. Ich schätze auch, hier fehlt noch die eine Aufgabe, oder? 97%, das sieht gut aus. Hier auch 98% wird auch noch die eine sein. Hier ist auch noch was offen. Ach, der Priester noch, ja, okay. Und der brauchte, was brauchte der noch? Die Steine auch, ne? Unter anderem. 3 Stück noch. Einen holen wir jetzt auf jeden Fall noch. Aber erstmal werde ich die Verheerung stärken, weil ich schon mit der kämpfen will weiter. Jo.
Machen wir mal 70, das sollte. Oder 72, 73? Ja, komm, haben wir immer noch genug Geld. Ja, perfekt. Oh. Dann fangen wir mal an, würde ich sagen. Was ist denn hier so als nächstes da? Warte mal, ist hier noch was aufgetaucht? Nein. Rückkehr eines Gegners. Da sind einige Gegner dabei, aber die werden wir schon kaputt kriegen. Aheron Ganon. Link natürlich. Nun ist es Zeit, deine Fähigkeiten unter Beweis zu stellen. Danke, Impa, weiß ich, aber muss ich mir nicht sagen. So, zack. Asinia läuft da gleich rum. Mit Master Schwert macht eigentlich gar nicht so viel Sinn dann. Und er kriegt eine andere Waffe. Ne, jetzt ist es doch hier unten, das Großschwert, seht ihr? Obwohl ich sortiert hatte letztes Mal schon. Als ich gesehen habe. Eigentlich kann er das sogar benutzen. Nutzt ja auch so. Aber das passt nicht, da muss er den Lanzen bei den Klamotten kommen. So, der König, der wird. Wir tauschen so jetzt. Auch kämpfen, nicht kämpfen in dem Fall. Der Prinz nehme ich an. Der Zoras zieht ins Feld. Und wir nehmen noch mit Terraku. Ich finde, das ist eine schöne Truppe. Der muss noch die Waffe ändern. 11, ey, Alter. Kann ich doch nicht mit in den Kampf ziehen. Hier, zack, das kriegst du mal bitte. Der sieht schon mächtig aus, der Typ, ehrlich. Feier und Garn und ey, wie geil ist das bitte, dass man die spielen kann. Ich kann es nicht oft genug sagen, Leute. Auf geht's, komm, auf in die Schlacht. Ein paar Leuen schnetzeln und dann auf geht's. So, ja, schauen wir mal, was wir jetzt hier alles machen müssen. Wir müssen auf jeden Fall hier ein paar Extrafuss erledigen. Das ist ein Feuermoblin. Alter! Alter, was ist denn jetzt los hier? Schicke voll ab gegen das Vieh hier. Das ist nur ein Feuermoblin, der kriegt ja einmal einen Eisstab ab. Dann hält er die Fresse. Und weg ist er, denke ich mal. Oder? Komm schon, mach einen Platz. So Schock kannst du nicht sein, Garnon, ehrlich, ich wollte gerade sagen, ey. Alle Brocken haben angehalten, sehr schön. Auch liegen bleiben, Flugknochenfragment, brauche ich nicht. War schön, wenn da auch blaue Extrafoss käme, aber die kommen wir wahrscheinlich nicht in der Mission jetzt. Das war ein Feuer, Leute. Das war ja schon. Einer von sechs Truppenmitgliedern. Alter. Ah, Link kommt auch her, oder? Der hängt da irgendwo fest, keine Ahnung. Ganon, dein komm, greif an. Direkt schwerer Spezialangriff. Ey, die Leiste fühlt sich echt voll schnell. Hat der gerade ein Level abgekriegt? Ne, Level Up hat er noch nicht gekriegt. Komm, mach einen Platz. Den neuen da, den Ollen. Zorn gar nichts. Ah, der hat immer direkt Spezialangriff drauf, guck mal. Das ist der Vorteil von dem, von der Variante hier. Ja, auf jeden Fall ist der stärker. Hat man richtig Schock und Anzahlangriff, das ist sehr praktisch, diese Form. In dem Fall dann. Habe ich ihm gerade auch ein bisschen unrecht getan bei der ersten, bei der Trainingsmission. Er hängt ja doch hier fest. Er schwappt da so ein bisschen rum.
Nächster, mein Freund. So. Der ist auch gleich K.O., der Leon, komm. Der will zwar nochmal aufstehen, ich weiß. Aber jetzt ist er fertig. Ja, das war's. Aber guck mal, die Animation, wenn er direkt den K.O.-Treffer verpasst, ganz sicher. Weg ist er. Aber hier fehlt irgendwie nur... Der Vorpost noch nicht erobert. Fehlt noch was, hä? Da war doch der Gegner, den ich suche. Diese Eissäulen, die da aus dem Boden geschossen kommen, echt geil, ey. So, und tschüss. Da war jetzt mal wirklich der erste Eindruck, der Fall Jogan, die macht keinen schlechten Eindruck, so als Kämpfer, aber die ich schon jetzt gelevelt habe und so weiter, die machen schon besseren Eindruck. So, Sidon ist dran. Nix da. Den machen wir auch schnell platt hier, den Eisbockeln. Ich kann die beiden mal da irgendwo hinschicken zum nächsten Gegner, oder? Da war fast ich jetzt mit der Feierung gar nicht dahin gesollt, oder? Und ich habe hier angefangen. Das ist egal. Ach, Sidon ist da schon hier oben. Nee, warte mal. Ja doch. Nee, warte mal, die müssen da noch hin. Beide. Da erstmal hin. Ah, der wird außen rumgehen. Nee, nee, nee. Das ist auch ein Tor zu, verdammt. Dann könnte doch hier hochgehen, ganz ehrlich. Ich bin gerade ein bisschen verpeilt, Leute. Nicht. Entschuldigt bitte. Könnte ich mal nicht verschaffen. Dann geht sie doch einfach da runter, das war viel einfacher. Wirklich, ja, ich doch hier durch. Boom. Ich will auch extra voll schön zu sehen von euch. Ja, da hab ich so einen gekriegt, geil. Komm, ausgesprochen. Ja, komm. Jetzt reicht's doch mal mit einspielen, oder? Doch ein extra Verschwanz, geil. Freut mich, dass ich die kriege, gerade so. Ich darf mir Sorgen machen, dass ich die nicht kriege irgendwo. Kann ich auch gezielt suchen, ist ja das Ding. Ach, ich kann noch nicht einsetzen wieder, scheiße. Oh, das war knapp. Was wäre der Leute schneller gewesen? Oh, das ist der Chef schon. In dem Laden hier. Und zack. Hier kannst du den Boomerang selber haben. Ist ja alle Leune, ne? Glaub's ja wohl. Stufe, geil. Ja dann, direkt weiter mit Spezialangriff. Die bald schon da bei dem Gegner? Nee, die brauchen noch ein bisschen anscheinend. Vor allem League und die Fall im Ganzen kämpfen zusammen. Das ist eher das Geilste irgendwie. Noch besser wäre noch, wenn Zelda noch dabei wäre. Das wär auch lustig. Zelda und die Fall im Ganzen kämpfen gemeinsam. Hat Pfeil abgeschossen? Wo sind wir denn neuen? Weil Terra-Kurz sein genommen oder was? Das war's mit dem Leuen. Okay, alles klar. Sieh, du gehst dann bitte da runter. Zum Blitzleuen. Nixer, Kollege. So nicht.
Wow, der hat gesessen, der Angriff. Kein Scheiß, Tiraku. So, schon mal erster Schmetterangriff, geil. Geil, Tiraku, ey. Ich glaube echt, Tiraku ist einer der Charaktere, die mit am meisten die Spezial- oder die Schwachpunktanzeige da am schnellsten runterhauen können. Na schon wenige Schüssen. Die ziehen so viel ab irgendwie. Zu dem Kollege. Nix da. Vergisselt. So, das war's für den neuen. Den Silbernen, der ist auch K.O. So, dann haben wir noch. Ja, haben wir noch drei Gegner, genau. So macht man das. Der Zoll. Wow, ist der Zoll noch überall? Scheiße. Ja, komm, kommst du auch mal bitte her? Obwohl, der muss ja auch wieder so außen rumlaufen, ne? Na, egal. Schaffen wir schon. So, zwei Zornleuen sich gerade. Dann greift der andere mich gerade an, wenn ich den anderen bearbeite hier. Hey, hallo. Ist das mal gut hier? Schmetterangriff geht doch. Machst du fertig, Ganon? Eh nur deine Untertanen quasi. Eigentlich schon, ne? Ich glaube zwar bei den Neuen ist es nicht ganz so krass, dass die auf, irgendwie auf Ganon hören oder so. Die sind schon sehr eigensinnig da, in der Hinsicht. Ich bin echt tot mit ihm hier. Also mit Ganon. Ich war noch Link und Tiraku hier, ist ja nicht das Ding. Bohrmodul. Alter, nicht schlecht. Ich sehe nichts mehr, danke. Bisschen viel los hier, oder was? Alter, Falter. Ja, komm, den kämpft jetzt mal. Ja. Schwertangriff dann direkt. Der hat den Lanze, stimmt. Der hat den geilsten Masterschwert dabei. Was willst du denn, du Mistvieh? Hast du Stress oder was? Oh, erwischt ja wohl. Ist der Radius groß genug? Da, was war das denn, was ich gerade so. Das hilft der andere Leute, das gibt's doch nicht. Das war's schon? Mein Gott, ey. Zwei Leute sind echt nervig zusammen. Ich hab auch den falschen an, das sollen ja sicher, der andere ist doch schon geschwächt. Viel mehr sind den erstmal zu besiegen hier.
hier schon wieder versucht hat, mich anzugreifen, während ich da in der... im Duel bin noch. Alter, das gibt's doch nicht. Er überlebt da immer noch. Bist du jetzt mal bitte nach hier? Rexy, geht doch. Ja, Spezialangriff direkt voll, Level up. Stufe 80 schon erlinkt, der Gute. Scheint noch nicht dort inne zu sein. So, vorrück aufgehalten, du kannst dann direkt den anderen hier angreifen. Ne, direkt weiterkommen. Keine Gnade mehr jetzt hier. Muss eh ein bisschen hin und machen. Da wartet noch ein Neuner auf mich. Und tschüss, das war's für ihn. Boah, anstrengend die Viecher, ey. Das könnte alle mal da unten noch hin. Wenn ich zu Sidon zu den Blitzleuen. Genau, Sidon ist schon da. Oh, zack. Man kann direkt angreifen hier mit dem Spezialangriff. So. Zack, mal drauf da, Sidon, genau. Du musst das aussehen. Ach, verdammt. Mein Schmetterangriff, der erste. Pie. Die drei da angelatscht kommen. Auf der Karte, ich finde das sieht voll witzig aus. Die Fight, die man da sieht. Boom. Extra Blitzleune. Und zack, der nächste Schmetterangriff, geil. So, der eine schon da, Terako, ne? Faryogan ist auch schon da, alles klar. Boah, Alter, ich hab noch nie einen neuen von so nah gesehen, glaube ich. Die alle draufhauen, Alter. Der neue tut mir ein bisschen leid, aber auch nur ein bisschen. Das war's für ihn. Gut gemacht, Jungs. Ah, tut euch ein bisschen weiter, wäre die Folge noch im Rahmen gewesen, aber ist ja egal. Hauptsache Action hier, Rückkehr, es geht, das ist geschafft, Leute. So, da kommt auch die Abschlussmusik. die Victory-Musik, sag ich jetzt einfach mal. Die Siegeshymne des Spiels. Ich glaube, heute wieder richtig viel Mist, ich merke schon. So, wie verkriegt noch eine Lichtschuppenlanze? Boah, Stärke 70 auf Stufe 1 schon. Nicht schlecht. Geil, drei extra Verschwänze blaue. Die brauchen wir auf jeden Fall. Wir brauchen noch viel mehr. Wir haben jetzt 4. Wird auch lange nicht reichen. Aber die Urkunden sind auch richtig wichtig, glaube ich noch. Alter, so, komm. Gucken wir nochmal, ob was auf der Karte los ist. Ganz schnell. So, kommt eine neue Herausforderung? Ich glaube fast nicht. Es tut nicht raus. Nein, das war schon. Terako gibt uns wieder eine vor, oder schlägt uns eine vor, besser gesagt. Aber die wird ja noch offen bleiben. Ist das echt die einzige Mission mit Garner noch, die offen ist da oben? Ja, ne? Hinoxherzen, ja, wir müssen noch Hinoxherzen dann auf jeden Fall umklatschen. Ich weiß nicht, vielleicht mache ich das bis zum nächsten Mal einfach aus Screen, dass ich die ganzen Sachen habe, die da fehlen. Die Steine fehlen hier noch, ne? Beim Priester kann es sein. Zwei Stück noch, ja gut, die kriegen wir ja. Ne, wir haben ja noch zwei offen mindestens. Wir haben so noch drei Aufgaben offen. Boah, schon Stufe 77 empfohlen. Na gut, ich kann die Aula hochleveln, das ist das Gute. Wir haben so viel Edelsteine gekriegt, das sollte auch geldtechnisch reichen, wenn ich die verkaufe. Und daher mache ich mir da weniger. So, Stufe 80 ist das aktuell das höchste. Link hat schon erreicht, perfekt. Alter, 5 Zorngegner? Bestimmt auch 2 auf einmal, sage ich euch so, wie es ist. Gut, Leute, aber ich will euch nicht länger auf die Folter spannen. Das war's für die heutige Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Wenn dem so ist,
Lasst doch ein Like fürs Video da, ich würde mich auf jeden Fall sehr freuen, wenn ihr es tätet. Und natürlich auch, wenn ihr es nächstes Mal wieder einschaltet, wenn es weitergeht mit den vermutlich sogar letzten, so ziemlich letzten Herausforderungen und Heimmissionen. Mal gucken, ob ich für die alle schaffen. Bis dahin, tschüss mit Ö. Euer Basukasu.